Ja, mit der schwarz-rot-goldenen Fahne durchs Olympiastadion auf den Schultern zu rennen, fühlt sich wie an? Ja, es ist unfassbar. Ich werde auf jeden Fall noch lange Zeit brauchen, um das zu verstehen, was heute passiert ist. Und es ist Wahnsinn, einfach hier diese Ehrenrunde zu laufen. Ich bin Europameister. Das ist, was ich schon seit Jahren will, diese Medaille. Und ich hätte mir keinen schöneren Platz aussuchen können, hier in dieser unfassbaren Heimkulisse hier den Titel zu holen. Wahnsinn. Nehmen Sie uns mal emotional kurz mit, durch die 5 Versuche waren es ja nur. Ja, also ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich war so im Tunnel, ich war so fokussiert. Ich war einfach nur unfassbar happy, dass es im ersten Versuch wirklich gut funktioniert hat. Das hätte ich auch niemals gedacht. Ich habe keine Einwürfe gemacht vorher. Ich hatte echt Schmerzen. Aber die Physios und die Ärzte hier vom DLV haben einen unfassbar guten Job gemacht. Und dann war mir klar, okay, jetzt kannst du weitermachen, jetzt kannst du noch einen draufsetzen, noch weiter werfen. Aber dass es so gut funktioniert, dass ich da nochmal kontern konnte, das hätte ich niemals gedacht. Und ja, einfach unfassbar. 50 Jahre nach dem Goldwurf von Klaus Wolfermann. Richtig, ja. Denkt man da dran, so ein bisschen wenigstens die Tage? Ja, natürlich. Man hat das im Kopf hier in München. Das hat natürlich Geschichte und auch Klaus Wolfermann. Und es ist natürlich eine große Ehre, jetzt hier auch den Titel zu holen. Wie viel Anteil hat die Atmosphäre an den 40 cm Vorsprung? Wenn ich jetzt überlege, ich hatte das gar nicht im Kopf, wie viel Abstand das war. Einfach 40 cm. Ja, ein Riesenanteil. Also das Publikum hat mich so gepusht heute. Das hat mich so nach vorne gebracht. Das hat, ja, ich habe es durch das Publikum geschafft, einfach meinen Kopf auszuschalten, einfach drauf und das zu zeigen, was ich drauf habe. Und es hat einfach funktioniert.